Aus Italien kommen unterdessen immer nationalistischere, immer europafeindlichere Töne, vor allem von Berlusconis Koalitionspartner Umberto Bossi, der die Europäische Union für Faschismus hält und gegen den europäischen Haftbefehl hetzt, vielleicht weil er einigen Politikern in Italien bedrohlich werden könnte. Treviso im Sommer 2002. Die norditalienische Stadt ist die Hochburg der Lega Nord. Umberto Bossi erscheint zu einer Wahlkundgebung. Zunächst umarmt er den Bürgermeister der Stadt, Giancarlo Gentilini, die schillerndste Figur des norditalienischen Ausländerhasses. Dann erklärt er, warum er gegen einen europäischen Haftbefehl ist. Davanti alla manifestazione mi dissero 80-90.000 persone, dissi Forcolandia, no? Avete sentito? Perché avevo toccato nel vivo. Dici, come cavolo faccio a mandare uno di Treviso, ti mando a farti processare a 3.000 km di distanza, magari da magistrati, da polizia nata dalle vecchie dittature, con lingue differenti, che fine fa il principio del giudice naturale? Quella dei Giacobini è l'Europa da matti, l'Europa basata sulla magistratura, sul potere giudiziario. Che Dio ci salvi e ci liberi da questa sciagura. Dann tritt der Bürgermeister von Treviso ans Pult. Popolo leghista, cittadini di Treviso, il voto leghista dovrà essere come un cordone sanitario per quelle infezioni che ci sono pro immigrati clandestini, pro global, pro centri sociali, pro nomadi, rubaioli. A noi leghisti non ci interessano le civiltà multietniche, multiculturali. Noi abbiamo ideali di millenni e dobbiamo difendere questo. Per i clandestini, per gli spacciatori di droga, per i venditori di carne umana, per i nomadi rubaioli, tolleranza zero! Un saluto a tutti! Dann singen sie statt der italienischen Hymne die Hymne der Lega, den Gefangenenchor aus Nabucco. Doch den Text kennen sie nicht. Am Abend ist ja alles ruhig, es gibt keine Gefahr, Taschendiebe, Räuber, nichts davon. Die Stadt ist sicher und außerdem trinkt und isst man gut. Si mangia e si beve bene. Wo der Bürgermeister auftaucht, brechen die Leute, alt oder jung, in Begeisterung aus. Schauen Sie mal, was für tolle Geschäfte wir haben. Das sind nicht die berühmten nachgemachten Handtaschen der Ausländer. Ich werde die alle ins Meer werfen. Null Toleranz. Voglio buttarli a mare tutti quanti. Tolleranza zero. È vero? Sono uscito da una educazione fascista. Ich habe eine faschistische Ausbildung bekommen. Denn mit 10 Jahren war ich schon Soldat und bin dann bis zum Avanguardista aufgestiegen. Damals herrschte Ordnung. Und die habe ich in Treviso eingeführt. Denn das Wichtigste ist Ordnung und Disziplin. Nella gestione della città di Treviso. Perché al primo posto ordine e disciplina. Sono stato citato in tribunale. Man hat mich auch vor ein Gericht gezerrt. Ich hatte einen Prozess wegen Rassismus. Sie haben gesagt, ich sei Rassist, weil ich eine kontrollierte Immigration fordere. Predico una immigrazione controllata. Die Geschichte verhält sich in Wirklichkeit etwas anders. Gentilini hatte erzählt, man solle alle Ausländer ohne Papiere in Hasenkostüme stecken und dann auf sie schießen. Im Scherz natürlich.
kein Scherz ist das, was Gentilini Ende August 2002 publikumswirksam in Szene setzte. Von heute auf morgen ließ er leerstehende Häuser abreißen, die einige marokkanische Familien besetzt hielten. Nicht einmal ihre Papiere durften sie mitnehmen. Ich habe ihnen gesagt, ich nehme meine wichtigsten Sachen mit, meine Papiere, meine persönlichen Dinge. Sie haben es abgelehnt. Die obdachlos gewordenen Arbeiter und ihre Familien richteten nun am Domeingang ihre Schlaflager auf. Zwar haben alle Arbeit und Aufenthaltsgenehmigung, doch der Bürgermeister war an einer Lösung des Problems nicht interessiert. Ich habe die Illegalen informiert. Doch denen ist das scheißegal, weil sie glaubten, die italienischen Gesetze würden auf sie nicht angewandt. Sehen Sie die Immobilienagentur da? Wenn ich da jetzt hingehe und nach einem Haus, das frei ist, frage, dann sagen sie mir, du bist Marokkaner, an dich vermieten wir kein Haus. Die Agenturen müssten an uns vermieten und nicht sagen, du bist Marokkaner, wir vermieten dir kein Haus. Wir wollen keine Almosen, wir wollen eine gerechte Sache und eine sichere Zukunft für unsere Kinder. Genau das will Gentilini nicht. Vor dem Bahnhof hat er die Parkbänke abreißen lassen, damit sich keine illegalen Ausländer auf sie setzen. Doch auch die anderen werden nur kurzfristig geduldet. Wie ist das mit den Arbeitsverträgen? Sind die befristet oder unbefristet? Für die Mehrheit sind sie befristet. Erneuerbar? Beispielsweise bei DeLunghi laufen sie über 3 Monate. Und wieder 3 Monate. Alles befristete Verträge. Der Veneto ist eine der reichsten Regionen Italiens. Er braucht ausländische Arbeitskräfte. Und das war nicht immer so. Vor 30 Jahren waren die Leute hier selbst noch arm und emigrierten in die Schweiz oder nach Deutschland. Heute gehen sie als Neureiche in die Kirche und blicken gleichmütig auf jene herab, die sie in ihren Fabriken schuften lassen. Gleichzeitig wählen sie eine Partei, die mit primitiver Ausländerfeindlichkeit auf Stimmenfang geht. Fast zur gleichen Zeit wird eine andere Front eröffnet, diesmal im Fernsehen. Nach den Ausländern nun die Journalisten. Während eines Staatsbesuchs in Bulgarien nimmt sich Silvio Berlusconi 2 bekannte Publizisten vor, deren Berichterstattung ihm missfällt. Er nennt sie Kriminelle der Information. Die Rede ist von Enzo Biagi. Er moderiert die beliebteste Informationssendung der Reihe. Und Michele Santoro, der einmal in der Woche ein politisches Magazin präsentiert. Sehr gut. Santoro beschäftigt sich an diesem Abend mit dem Fall Biagi, der wie er ein Krimineller der Information sein soll. Es ist seine vorletzte Sendung. Danach setzt die Reihe sie ab. Eine Verbeugung vor der Regierung Berlusconi. Die Frage, die ich stellen möchte, ist, warum gibt es den Fall Biagi? Ausschnitt aus der Sendung. Enzo Biagi, antwortet Silvio Berlusconi. Der Ministerpräsident denunziert 3 zweifelhafte Personen. Was sind unsere Verbrechen? Sind es Vergewaltigung, Mord, Raub, Aufruf zur Kriminalität, Fälschung oder Diffamierung? Anklage. Es ist das erste Mal, dass ein Präsident ins Programmschema eingreift mit dem Ergebnis, dass 2 Journalisten in die Kategorie der Arbeitslosen eingereiht werden sollen. Es ist das erste Mal, dass in Italien ein Journalist mit solchen Methoden konfrontiert ist. Ich spreche von Ministerpräsident Berlusconi und seiner berühmten Erklärung in Bulgarien. Famose dichiarazioni bulgare. Biagi, Montanelli e più modestamente io stesso. Biagi und ich sind schuldig, weil wir eine schwere Krankheit aufgedeckt haben. Die Frage nach der Trennung von Politik und Fernsehen und die Frage der Moral in der Politik. Das macht aus uns eine Sorte von Kriminellen. Der fundamentale Punkt dabei ist, wie man Berlusconi, der die politische Macht hat, von Berlusconi trennen kann, der Zeitungen besitzt. Massenblätter, das auflagenstärkste politische